Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Portal 2. Ja, ich habe das immer noch nicht hinbekommen, das ganze Spiel auf Deutsch zu kriegen. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum ist denn der ganze Ton hier gerade weg? Ja, mein Aufnahmeprogramm hat wieder Kacke gemacht, also irgendwie machten das bei mir alle Programme, also ich nehme ja Portal 2 mit XSplit auf und nicht mit Fraps oder irgendwas, sondern mit XSplit. Ist ja zum Stream, aber ja, jetzt zum Glück klappt Kamastasia, hoffe ich jetzt mal mit der Stimmübertragung, weil ich hatte wieder diesen gut bekannten netten Bug, dass denn, ja, der ganze Sound von der Stimmaufnahme im Arsch war. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, das hat irgendwie nur was mit meinem Mikrofon zu tun, weil wenn ich das Ganze über das Headset aufnehme, dann funktioniert das Ganze, aber mein Headset ist so billiger, so ein 5-Euro-Ding, ey, da kannst du in die Tonne klopfen. Und ja, weil das jetzt, denke ich mal, ein bisschen stumpf ist, das Ganze hier ohne Melodie, werde ich, denke ich mal, einen kleinen coolen Portal-Soundtrack, also so ein Remix oder irgendwie, also eine geile, chillige Portal 2-Mucke natürlich durchhauen, oder beziehungsweise nicht durchhauen, reinhauen, so, besseres Wort. Und ja, Leute, hier habe ich jetzt halt die ganze Zeit gerätselt, was ich denn jetzt hier mache, beziehungsweise wie ich denn jetzt hier rangehe. Dann habe ich auch die Lösung dafür gefunden, mit den Würfeln hier. Und ja, dann war ich am überlegen, habe ein bisschen, ja, hier herumgeguckt. Und mir dann gedacht, irgendwann, probier doch einfach mal aus, was es denn hier so für Knöpfe gibt. Irgendeiner davon wird schon der richtige sein. Und ja, das habe ich jetzt auch anschließend gemacht. Jetzt hier gleich müsste das Ganze kommen. Ja, genau, jetzt. Genau, da habe ich jetzt hier ein bisschen herumgeguckt. Und gesehen, da findet sich doch das richtige Portal. Bin jetzt da durch Orangen gelaufen zum zweiten Portal. Und so, damit ich halt durch das Blaue durchkomme, so. Und ja, das sind ja eins, denkt man jetzt noch, die schwächeren Rätsel, weil ich habe das Spiel wirklich nur noch ein bisschen am Anfang, weil ich das Spiel früher geguckt habe, also Let's Play, aber wirklich nur ein, zwei Folgen, weil ich habe mich für das Spiel eigentlich jetzt gar nicht so direkt interessiert. Ich habe es jetzt wirklich auch noch nie wirklich gezockt. Was heißt denn noch nie wirklich? Ich habe es noch nie gezockt, so. Und ja, ich habe mich jetzt halt hier gefreut, dass ich das also geschafft habe. Und dann, ja, bin ich halt auch schon im Aufzug gegangen. Dann kam jetzt hier, wie ihr jetzt auch seht, dieser wunderschöne Ladebildschirm. Naja, wie bei Half-Life. Na gut, da hast du keinen eigenen Ladebildschirm, da war ja immer noch das Spiel zu sehen, also die Map. Nur das war dann halt eingefroren für ein paar Sekunden und stand halt Daten eingeladen. Und jetzt halt hier ein cooles kleines Video. Ja, Untertitel, habe ich auch keinen Plan, Deutsch, ich bin auf Deutsch bekommen, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, mit dem Patch ausprobiert. Wir sind das ganze Spiel ja, mit einem Patch auf Deutsch bekommen, aber irgendwie habe ich andere Sachen, also natürlich mit Tutorial und so, die richtigen Sachen, das kriege ich irgendwie nicht. Wenn ihr meint, ihr hättet das Richtige, schreibt es mir bitte in die Comments. Und ja, wir reiten ein bisschen klassische Musik und jetzt wird es auch spannend, denn jetzt kommen wir dann, jetzt auch schon, zu Portal Gun. Genau. Da waren wir jetzt nämlich auch schon auf dem Weg. Hab ich jetzt hier so ein bisschen rumgeguckt. Und da habe ich mich gefreut, dass da jetzt schon die Portal Gun zu sehen war. Und da habe ich jetzt halt schon gleich mal direkt im Portal geschossen. Genau, jetzt. Und habe schon geguckt, ja, wie ich denn jetzt hier mit der Portal Gun rangehen werde, weil ich vom Spiel, wie gesagt, noch keine Ahnung habe. Ich weiß schon, wie das mit Portal ungefähr funktioniert, also mit dem Portal schießen, damit du halt auch wirklich auf die richtige Seite kommst.
und so, also sprich, ne, das jetzt zum Teleportieren, ist mir ja schon klar, das ist ja auch irgendwie selbst erklärend, aber ja, ich war halt echt gespannt, wie gut ich dabei bin, das ganze Rätsel hier zu lösen. Zur Not habe ich ja auch hier das Let's Play am Laufen. Wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann kann ich nämlich immer aufs Let's Play gucken und ja, kann gucken, wie der Typ das im Video gemacht hat. Das habe ich schon seit der ersten Folge an. Aber das auch nebenbei laufen lassen, weil ich keinen Bock habe, hier sonst zu verzweifeln. Und ich werde es natürlich als erstes erstmal so ein bisschen versuchen, hier generell ohne Hilfe voranzukommen. Aber im Grunde und im Ganzen werde ich das Ganze erstmal selbst versuchen. Und wenn ich, wie gesagt, das nach ein paar Minuten Suchen nicht finde, weil so ein Video von mir geht erstmal nur 10 Minuten, dann nächstes Jahr sind noch 15 Minuten geplant. Und ja, da werden die Videos mal ein bisschen länger. Wie gesagt, jetzt ist die Zeit noch sehr, 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 sehr knapp gemessen. Und ja, dieses Projekt hier, Portal, kommt jetzt nicht so oft. Generell muss ich mich entschuldigen, dass letzter Zeit so wenige Videos kamen. Also ich habe jetzt 5 Tage, also über eine halbe Woche, fast eine ganze Woche gar nichts mehr gebracht. Da möchte ich mich für entschuldigen, aber es war alles, ich hatte wirklich keine Lust und auch, ja, was heißt so Art, ja, was heißt ja deprimiert, aber irgendwie kein Bock. Ne, was heißt nichts deprimiert eigentlich, aber eher mehr so, ne, ist kein Bock und da habe ich gedacht, dann nimmst du besser gar kein Video auf, weil sonst habe ich gar keinen Bock, bin total gelangweilt und liefer scheiß Gameplay ab. Und ich möchte wirklich auch nur eigentlich ein Video aufnehmen, wenn ich denn auch die Laune dazu habe, weil sonst habe ich so ein billiges Scheiß-Gameplay und ja, da will ja jetzt keiner sagen. Hier habe ich die Folge mal ein bisschen kurz gemessen. Hier sind jetzt nur 7,5 Minuten. Also für euch sind es jetzt eh 10 Minuten, weil ich jetzt noch an 1 Minute Abspann hinzufüge und so, aber im Prinzip war das jetzt eine kurz gemessene Folge, aber ich meine im Prinzip eh nicht schlimm, weil ich muss die Folge jetzt eh nachkommentieren und ja, dadurch wäre die Folge jetzt eh scheiße gewesen und jetzt muss ich auch nicht so viel nachkommentieren, dann hoffe ich, dass es halt in der nächsten Folge wieder klappt und ja, ich bin raus, ciao Leute.